Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt mit euren festen Ausgaben im Monat einfach nicht hin oder ihr es nicht schafft, euch einen Überblick über eure Ausgaben im Monat zu verschaffen, ist die Umschlagmethode möglicherweise genau das Richtige für euch. Ich habe diese Sparmethode schon einmal ganz kurz auf meinem Kanal hin und wieder angerissen. Heute begrüße ich euch aber zu einem kompletten Video, das sich nur um diese Umschlagmethode dreht. Wie funktioniert das Prinzip dieser Methode? Wie ist am Anfang vorzugehen und wie setze ich das Ganze um? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und wenn es für euch hilfreich ist, bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben dazulassen, weil ihr mich damit ganz doll unterstützt. Und hinterlasst mir unter diesem Video auch gerne einen Kommentar dazu, wie ihr das mit den Ausgaben handhabt, wie ihr einen Überblick über eure monatlichen Fixkosten behaltet. Oder, weil jeder Kommentar zählt, schreibt mir einfach was Nettes in die Kommentare, freue ich mich auch immer sehr drüber. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, die Umschlagmethode ist eine einfache, aber sehr effektive Methode, um mit seinem Geld ein bisschen zu haushalten und dadurch letztendlich ein bisschen Geld zu sparen. Hierbei wird das monatliche Budget für fixe Ausgaben ermittelt und auf Briefumschläge verteilt und jeder dieser Briefumschläge steht für eine bestimmte Kategorie oder Bereich. Wie genau diese Kategorien aussehen, komme ich gleich nochmal zu. Jede Kategorie, in der man Ausgaben hat, erhält einen Umschlag mit einem bestimmten Betrag drin und es wird in dieser Kategorie auch wirklich nur mit dem Geld, das sich in diesem Umschlag befindet, gezahlt. Das heißt, bei dieser Methode hantiert man ausschließlich mit Bargeld. Für mich hat die Umschlagmethode einfach mehrere Vorteile. Man hat seine Ausgaben immer im Blick. Man lernt zu haushalten, das heißt, mit dem umzugehen, was einem zur Verfügung steht. Dadurch spart man letztendlich Geld. Und das Ganze ist halt auch komplett individuell. Man legt alles selber fest. Also, wie fängt man an? Am sinnvollsten ist es, zu Beginn eines neuen Monats zu starten. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, diese Methode möchte ich gerne ausprobieren, das könnte ich mir vorstellen, dass das für mich passt, setzt euch den Anfang nächsten Monats als Startpunkt und beginnt aber vorher schon so ein bisschen mit den Vorbereitungen. Im ersten Schritt ist das, die Kategorien festzulegen. Überlegt euch, für welche Bereiche es einfach sinnvoll ist, dass sie einen eigenen Umschlag bekommen. Bei uns ist das so und ich denke, so macht es auch am meisten Sinn. Man hat ja einfach auch Fixkosten, wo man einfach einen Dauerauftrag eingerichtet hat oder die automatisch abgebucht werden vom Konto, wie jetzt beispielsweise Miete, Versicherung, Handyvertrag. Das sind Sachen, die wir halt nicht, die wir extra handhaben. Wie wir das machen, da habe ich auch mal ein ganz eigenes Video zu gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben unter dem i. Heißt, wir haben nur mit Umschlägen gestartet, mit Dingen, die wir auch wirklich bar zahlen, die nicht von unserem Konto abgehen. Das heißt, so typische Kategorien, ja, für die Umschläge sind Lebensmittel, Drogerie, Tanken, Haustier, Restaurantbesuche etc. Das heißt, zwar Fixkosten, die aber variabel sind, die halt jeden Monat anders ist, wo man sind, wie beispielsweise bei der Versicherung, da ist klar, da weiß man, das kostet mich im Jahr oder im Monat so und so viel Euro. Lebensmittel, das kann halt jeden Monat unterschiedlich sein, je nachdem, was und ja, wie viel man einkauft. Heißt, wenn ihr eure Kategorien festgelegt habt, das, was für euch sinnvoll erscheint, setzt ihr das Budget fest. Hier ist es natürlich erstmal wichtig, dass man weiß, wie hoch die Fixkosten sind. Dass man ungefähr weiß, was gebe ich im Monat für Lebensmittel aus beispielsweise. Ihr müsst halt wissen, wie viel Geld euch ungefähr realistisch zur Verfügung steht für die jeweiligen Kategorien. Die Kategorien können natürlich eine unterschiedliche Höhe haben. Das heißt, die Ausgaben im Monat für Drogerieartikel werden ja höchstwahrscheinlich nicht so hoch sein wie die Ausgaben für Lebensmittel. Um zu wissen, wie viel Geld jetzt genau in welchen Umschlag kommt, da muss man ein Gefühl für kriegen. Vielleicht hilft es auch, wenn man vorher immer mit Karte gezahlt hat, einfach mal auf die vergangenen Kontoauszüge zu gucken. Beispielsweise tanken jetzt. Guckt mal, wie viel habt ihr in einem Monat getankt.
Was habt ihr da immer so an der Tankstelle bezahlt? Oder wie oft müsst tankt ihr voll etc. und rechnet dann hoch, wie viel ihr in den Umschlag packt. Jetzt nur als Beispiel, das gleiche könnt ihr ja mit den Lebensmittelrechnungen machen. Oder ihr sammelt eine Weile mal Bons, um zu wissen, was haben wir jetzt so in den letzten Wochen an Lebensmittel bezahlt und rechnet das dann hoch auf den Monat. Oder wenn ihr sagt, okay, ich habe ein ungefähres Gefühl dafür, was wir im Monat für Lebensmittel ausgeben, dann packt ihr den Betrag halt in den Umschlag. Wie schon gesagt, die Budgets sind komplett individuell. Jeder muss für sich selber wissen, wie viel er in einen Umschlag packt. Aber ganz wichtig hier ist halt, wenn der Umschlag leer ist, ist er leer. Dann darf in der jeweiligen Kategorie, wo der Umschlag halt leer ist, nichts mehr gekauft werden. Das ist die Grundlage dieser Methode. Ist der Umschlag leer, musst du gucken, wie du klarkommst. Deswegen habe ich gesagt, seid realistisch. Setzt ein realistisches Budget, auch das, was ihr tatsächlich braucht. Wenn man jetzt dahin geht und sagt, ja, ich setze das mal niedriger an, weil ich will ja Geld sparen, vielleicht spare ich so noch mehr, das geht erfahrungsgemäß nach hinten los, weil man entweder anfängt umzuschichten, dass man von einem Umschlag Geld in den leeren packt, im Laufe des Monats oder mitten in einem Monat, und dann fehlt letztendlich dann auch Geld an anderer Stelle, in dem Umschlag, wo man was rausgenommen hat. Oder fast noch schlimmer, man zückt die Karte und zahlt mit Karte. Dadurch betuppt man sich dann letztendlich so ein bisschen selber. Und es geht halt darum, dass man nicht mit Karte zahlt, dass man mit Bargeld hantiert, damit man eben ein Gefühl dafür kriegt, wie viel man ausgibt. Bei Kartenzahlung, finde ich, verliert man einfach so schnell den Überblick. Ich kenne das Argument, dass man bei Kartenzahlung ja natürlich oder möglicherweise besser nachvollziehen kann, wie viel man ausgegeben hat, weil man ja auf dem Kontoauszug nachschauen kann, wo man wie viel Geld ausgegeben hat. Falls man das braucht, würde ich empfehlen, ja, die Kassenbons zu sammeln und dann immer in der jeweiligen Kategorie mit in den Umschlag zu machen. So machen wir das beispielsweise. Und wenn man nochmal was nachgucken will oder wissen will, okay, wie viel habe ich da jetzt genau in dieser Woche oder Monat ausgegeben, dann kann man da halt kurz drauf schauen. Mit der Zeit lernt man, ob die gesteckten Budget passen, ob man die nochmal anpassen muss. Und man lernt auch, ob die Kategorien alle so passen. Man merkt mit der Zeit, okay, es lohnt sich eventuell noch für sowieso einen extra Umschlag zu machen. Oder man merkt, okay, dieser eine Umschlag mit diesem in dieser bestimmten Kategorie ist eigentlich sinnlos. Wir benutzen den eigentlich kaum. Oder wir lösen das anders. Ich würde auch empfehlen, nicht nur Umschläge mit Pflichtausgaben zu machen, sondern sich einen Umschlag anzulegen mit Spaßausgaben, nenne ich es mal, wo was man einfach sonstige nennen kann, wie jetzt Restaurantbesuch, mal einen Kaffee außerhalb oder irgendeinen Ausflug. Oder es lohnt sich auch, einen Notfallumschlag zu machen für etwaige Notfälle, wenn jetzt was kaputt geht. Wir haben so einen Notfallumschlag nicht. Wir haben das anders gelöst. Das habe ich in dem Video, das ich euch eben schon mal verlinkt habe, auch erzählt, wie wir das handhaben, wie wir sozusagen für solche Fälle etwas zurücklegen. Wichtig ist halt, wenn es im ersten Monat oder auch im zweiten oder dritten Monat mit den Umschlägen nicht klappt, wenn man merkt, die Umschläge sind ständig viel zu schnell leer, nicht aufgeben. Genau das zeigt ja, wo man etwas anpassen muss, wo man nochmal neu ansetzen muss. Wenn ein Umschlag regelmäßig viel zu schnell leer ist, zeigt das ja, dass man eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat oder gar keinen Überblick hat, wie viel man ungefähr in dieser Kategorie in einem Monat ausgibt. Das ist etwas Gutes, denn jetzt wisst ihr, es ist mehr, als ihr gedacht habt. Und damit kann man arbeiten. Heißt im Umkehrschluss, entweder ihr müsst das Budget aufstocken oder ihr müsst euch fragen, sind wirklich alle Ausgaben in dieser Kategorie lebensnotwendig? Oder sind da vielleicht auch einfach Sachen dabei, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, wo man einfach ein bisschen einsparen kann, um eben in diesem vorher gesteckten Budget zu bleiben. Das ist natürlich der Idealfall, wenn ihr euch dann selber hinterfragt und merkt, nee, also das ein oder andere ist eigentlich gar nicht wirklich so nötig. Und sonst habt ihr vielleicht einen Umschlag, wo regelmäßig ein größerer Betrag überbleibt, wo ihr sagt, okay, da habe ich das Budget etwas zu groß gemacht, und dann könnte man jetzt einfach nur als Beispiel, als Lösung aus diesem Umschlag, wo immer zu viel übrig bleibt,
ja, jeden Monat etwas in den anderen packen. Also nicht, dass man mitten im Monat umschichtet, sondern dass man von vornherein das Budget einfach ändert. Das monatliche Budget in dem einen Umschlag dann ein bisschen kleiner fasst, aber dafür das in dem anderen ein bisschen höher. Mein Mann und ich, wir haben vor Jahren mit dieser Methode angefangen und haben das Ganze für uns über die Jahre hinweg auch einfach immer weiter angepasst. Ebenso, wie es für uns in der aktuellen Situation passt. Wir haben ganz klassisch mit Papierumschlägen angefangen, sind dann aber irgendwann auf ein Kellnerportemonnaie umgeschwenkt, weil das für uns im Alltag einfach praktischer war. Es gibt auch viele, die wie so ein Filofax dafür nutzen, mit irgendwelchen Ordnern da drin, wo dann das Geld aufbewahrt wird. Für uns war aber dieses Kellnerportemonnaie, das jetzt aber auch nicht übermäßig groß ist, einfach die praktischste Lösung. Wir haben hin und wieder mal Kategorien geändert, wie sie für uns dann gepasst haben, oder manche Kategorien haben wir irgendwann nicht mehr gebraucht. Und wir haben beispielsweise auch, was Lebensmittel angeht, sind wir von einem Monatsbudget auf ein Wochenbudget umgestiegen. Je nachdem, wie die individuelle Situation ist, kann man diese Methode anpassen, und das mag ich einfach sehr. Uns hat die Umschlagmethode einfach total geholfen, unsere Ausgaben ja so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Nicht ausschließlich die Umschlagmethode, auch noch andere Sachen. Da ich habe mehrere Videos zu diesem Thema gemacht, zum Thema Sparen im Haushalt etc. Und ich verlinke euch die Playlist mal in den Kommentaren und pinne euch die oben an, dann findet ihr die direkt. Das heißt, wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, schaut da sehr, sehr gerne auch mal rein. Ich finde halt, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mit dem Budgetieren anfangen, ich möchte einen Überblick darüber bekommen, wie hoch meine Ausgaben im Monat eigentlich sind, ist die Umschlagmethode perfekt geeignet, weil man braucht nicht viel dafür. Es reichen ein paar Papierumschläge, ein Stift, schreibt drauf, welche Kategorien ihr haben möchtet, und ihr packt das Geld da rein. Man muss natürlich sich ein bisschen überlegen, okay, habe ich schon gesagt, dass man ungefähr weiß, wie hoch das jeweilige Budget ist. Aber wie gesagt, man bekommt ein Gefühl dafür, und im Laufe der Zeit kann man alles nochmal anpassen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über die Umschlagmethode vermitteln, und nicht vergessen, einen Daumen nach oben. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Dann verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Nächste Woche habe ich beispielsweise wieder einen Alltagsvlog für euch. Macht's gut, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss!